Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich habe schon mal, wie ihr seht, ein bisschen Inventar leer gemacht. Denn ich möchte mit euch direkt weitermachen. Ich hätte natürlich noch ausgeruht holen können, aber warum auch? Kann man ja auch alles in der Folge machen. Achso, wir können gar nicht ausruhen, wenn wir nass sind. Ist mir noch gar nicht so groß aufgefallen. Komm, mach Lack. Jawohl, gemütlich 9. Wir können da auch schon längst mal noch was anderes machen. Also mehr machen. Wir haben so viele Sachen, die wir noch basteln können. Wir gucken gleich mal rein. Während der Gute sich hier ein bisschen ausruht. Jetzt müssen wir mal schauen, weil wir haben hier Rabenthronen, Edelholz und Eisennägel. Könnten wir uns auf jeden Fall holen. Steinthronen definitiv auch. Das Drachenbett müssten wir uns auch leisten können mittlerweile. Ja, es gibt da schon noch ein ganz paar Sachen. Hier die Holzbank und so. Müssen wir demnächst mal wieder in Angriff nehmen. Ich würde jetzt allerdings erstmal ganz gerne mit euch wieder in die Ebenen. Wie sieht's denn aus? Ist gerade Nacht? Weiß nicht, nachts muss ich da vielleicht nicht unbedingt hin. Komm, wir hauen uns doch mal fix ins Bett. Und dann geht's los. Ich habe nochmal geguckt. Ah, wir sind wieder nass. Wir waren da die ganze Zeit... Nee, gut, wir waren kurz draußen. Ich nehm's zurück. Ja, ich habe nochmal geguckt. Loks Zähmen machen wir mit Moltebeeren. Deswegen habe ich auch ein paar im Inventar, aber es soll wohl nicht so easy sein. Und die folgen einen auch nicht so wirklich groß. Das heißt, also ich habe da mehrere Taktiken gelesen, von wegen irgendwie komplett mit Steinmauern umzäunen und so. Aber boah, Leute, ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu viel Aufwand. Wir versuchen es einfach mal so, hauen da mal ein paar Moltebeeren hin und gucken mal, ob wir den gezähmt kriegen. Die Sache ist, der ist dann natürlich dort, wo er ist, ne? Wir können jetzt kein Loks von hier bis nach hier oben treiben, damit wir einen hier zu Hause haben. Das ist doch ein bisschen viel des Guten. Das müssen wir dann auch unbedingt mal noch reparieren, aber ich glaube, das mache ich außerhalb des Let's Plays. Ja, wir können ihn ja auf jeden Fall reiten. Noch nicht. Ich weiß nicht, was wir brauchen, um den Sattel freizuschalten. Aber wenn wir das können, dann kriegen wir den so natürlich auch zu uns nach Hause. Auf geht's, wieder ins Gebirge. Laut Portal, eigentlich kommen wir in den Ebenen raus. Ja, lasst uns die Folge einfach noch ein bisschen durch die Ebenen spazieren. Hier mal schauen, was wir machen können. Guck mal, da sind schon wieder Todeskidos. Ah, ich wollte nämlich eigentlich mit euch auch mal Nadelfeile herstellen. Das habe ich jetzt vergessen. Ah, das können wir uns dann für nächste Folge vielleicht vornehmen. Weil die lassen ja jetzt gerade echt genügend Nadeln fallen. Und gegen die Lochse. Hör irgendwas. Bin mir nicht sicher, wo. Guck mal, da ist noch eins. Ja, gegen die Lochse sind solche Nadelfeile. Nicht getroffen. Natürlich mega geil. Guck mal, hier haben wir was. Hau mir noch eine Nadel durch. Ja, also Nadelfeile definitiv herstellen. Wir haben ja gesehen, die Lochse sind doch schon ziemlich stark. Oh Gott, oh Gott. Wie konnte ich die denn nicht sehen, bitte? Ja, die sind halt doch schon ziemlich stark, von daher schön Nadelfeile drauf und dann holen wir uns ein bisschen Fleisch. Ich muss mal gucken. Ich denke mal, nach der Folge schaffe ich es mal, ein paar Ressourcen zu sammeln. Dann würde ich auch gleich ein bisschen Zinn sammeln gehen und Kupfer, damit wir endlich den Ofen herstellen können und das Schlangen- und Lochsfleisch damit halt auch verwerten. Weil das beste Fleisch bringt uns natürlich nichts, wenn wir es nicht kochen können. So rum. Jetzt müssen wir mal gucken, das sind halt 3 Stück gleich, ne? Ich weiß nicht, ob den 1 reicht. So, ich hätte mich vielleicht erstmal richtig hinstellen können. Ob die das überhaupt so finden? Guck mal, da liegt was. Ah, ich glaube nicht, wir müssen näher ran. Aber ich muss sagen, jetzt in die Nähe von 3 Lochsen zu gehen, kann ich mir gerade schönere Sachen vorstellen. Vielleicht finden wir doch nochmal einzeln jemanden. Schleichen erst auf 4, ja? Ja gut, wann sind wir das letzte Mal groß geschlichen, ne? Ja, einerseits will ich warten, bis Knochenwanz fertig ist. Und vielleicht kriegen wir auch irgendwie mal noch einzeln ein. Schaut mal, hier haben wir so eine kleine Burg mit Kobolden drin. Oh, ich treffe nicht. Die Frage, ob ich den überhaupt von hier treffen kann. Oder locken wir sie gleich raus? Ah, oh, guck mal, wo kamen die denn her? Ach, mit Speer sogar. Ja, die machen wir lieber im Nahkampf. Die sind zu klein und zu flink, die kleinen Biester. Ah, der hier, der geht mir erstmal am meisten auf die Kekse. Auf den Keks gerade. Auf die Kekse. Sorry, Leute. Mal wieder nicht mein Tag.
Ja, aber Frostnor ist schon Gold wert. Ich feiere es gerade sehr. Komm. Gerne mal wissen, wie viel so ein Speer abzieht. Jetzt haben wir es. 43. Oh Gott, wir sind fast tot. Wir haben keine... Shit. Nein. Nein, nicht jetzt sterben. Oh Gott, was ist denn nur los? Jetzt kommt gleich ein Speer und ich habe verkackt. Oh, oh. Gott sei Dank hatten wir jetzt Lebensgeneration mit am Start. Ey, wir müssen wirklich aufpassen, ne? Die hauen halt echt krass Schaden rein und vor allem mehr Blocken. Blocke immer zu wenig. Ja, dann sind die Biester nämlich eigentlich auch gar kein Problem mehr. Aber heftig, wie viel so ein Speer reinpfeffert. Gerade für einen Fernkampf ist das doch ein heftiger Schaden. Haben wir hier noch? Ah, das war... Okay, der ist hier runtergeflogen. Einer müsste noch irgendwo weiter vorn liegen, ne? Wir sind aber auch gerade lebenstechnisch schon wieder... Es wundert mich, dass ich in den letzten 30 Folgen nicht schon wieder 50 Mal gestorben bin. So unvorbereitet und verpeilt, wie ich hier manchmal in die Kämpfe reingehe, hätte ich es eigentlich verdient. So, waren da jetzt noch welche da oben? Cool, was ist denn das? Ist das ein Spawner von denen? Oder ist das einfach ein Objektständer mit einer Trophäe drauf? Jetzt gucken wir erstmal. Hallo Freunde. Ich habe irgendwie Schaden gemacht, aber ich glaube mehr an ihrem Gebäude als an den selbst, oder? Treffe ich die denn nicht? Jetzt treffe ich sie. Ja gut, solange der da oben festhängt, können wir uns den erholen. Irgendwie machen sie halt nicht groß was. Ah, ich muss halt auch treffen, komm. Ach, Menno. Jetzt haben wir ihn. Ja, es bleibt immer an dem Gebäude hängen. Jetzt passt es, komm, Attacke. Ja, vielleicht gehen wir doch so hoch. Ein bisschen Pfeilverschwendung gerade. Können wir hier irgendwo rein oder muss ich das erst kaputt hauen? Okay, war ja easy. Was ist denn das Cooles? Das ist wirklich ein Totem, okay. Naja, wir gucken mal. Die beschützen ihre Truhe hier oben. Vielleicht kriege ich sie ja von hier geholt. Ist bloß noch der eine. Haha, mein Freund. Du hängst da hinten rum und kriegst Pfeile an den Kopf. Jawohl. Zeig mal, was du beschützt hast. Geil, 5 Nadeln und 5 Schwarzmetall. Ach, da unten ist doch noch einer. Kannst du eigentlich hier bleiben, obwohl wir löschen die alle aus. Dann trainieren wir so gleich auch noch ein bisschen Bogen, weil ich glaube, in den Ebenen werden wir den doch öfter gebrauchen. Die Gegner machen einfach so viel Schaden. Hä, wo kommt er hochgeklettert? Nö, der rennt weg. Was für ein Feigling. Hoffentlich holt er keine Verstärkung. Guck mal. Ein Totem. Neuer Gegenstand. Geilo. Und damit haben wir es doch. Ah, nicht in die Stacheln springen. Ich weiß nicht, ob die Schaden machen. Ach ja, die drei Lochse. Komm, wir gucken erstmal woanders. Ich habe ein bisschen Schiss. Wir können uns die mal markieren. Ich höre doch wieder ein. Wo rennst du rum? Da ist er. Kommt er hier durch? Jo, kommt er. Geblockt. Und zweimal Frostner und alles kein Problem mehr. Perfekto. Wo löst du dich auf? Ist er jetzt so weit geflogen? Hier. Da war's. Weiß halt nicht, ob die Lochse... Die sind eigentlich nicht friedlich, ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwas update-technisch kam. Ich hatte erst in einem Forum oder auf einer Seite in einem Beitrag gelesen, so, ja, die sind komplett friedlich, kannst einfach hinrennen, wirst den ein paar Moltebären. Und auf einer anderen Seite habe ich dann gelesen, sobald du zu nah bist, werden die halt aggro und drei Lochse gerade. Ohne Knochenwanst. Da kann ich mir echt Schöneres vorstellen. Was soll's, wir finden schon noch welche. Die sind ja wahrscheinlich nicht immer zu dritt. Der vorhin war auch alleine. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir den mal zähmen können. Und reiten vor allem. Dann sind wir hier ein bisschen flinker unterwegs. Wie viele Moltebären gibt es hier bitte? Dann lasst uns mal ein bisschen weiter erkunden. Ich weiß noch nicht mehr, wer der Endboss ist. Von den Ebenen.
Ich glaube, auf den Stein war so ein Riesenskelett, ne? Ach, hallo. Ich gar nicht gesehen. Wollen wir Freunde sein? Er hat mich anscheinend auch nicht gesehen. Mit seiner Fackel. Mitten am Tag. Und ist hier ganz alleine. Ist vielleicht ein Erkundschafter. Kundschafter meint es. Komm, stirb. Gib mir Schwarzmetall. Jawohl. Perfekt. Was liegt hier Schönes drin? Ach, das ist bestimmt Zinn, ne? Ne, kein Zinn. Schade. Hätten wir gleich hier welches mitnehmen können. Das wäre perfekt gewesen. Auch nicht. Na gut. Wir können gleich mal gucken. Hier vorne haben wir doch das Portal. Ach nee, falsche Seite. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin heute etwas verwirrt. Troll da hinten? Ja, den will ich jetzt auf jeden Fall nicht anlocken. Wir können hier noch mal im Gebäude gucken. Troll und Loks? Beste Freund? Ach nee, ist ein Stein. Brille habe ich auch nicht auf. So, Federn, ein paar Münzen, das ist perfekt. Die lassen wir da drüben auf jeden Fall in Ruhe. Guckt auch mal, ey, was für Riesensteine, ne? Wenn wir irgendwann mal wieder Steinmangel haben, können wir hier auf jeden Fall nochmal vorbeigucken. Hier schon wieder so ein kleiner... Ah, da ist ein totes Guido. Er hat mich auch gesehen. Da hinten ist noch einer. Man sieht die echt sehr schwer. Ah, zwei sogar. Komm schon, einmal noch. Und der da unten wirft gleich wieder ein Speer. Oder nicht? Oder doch? Ja, mit ein bisschen Blocken und Taktik sind die doch möglich zu besiegen. Gut. Wir sammeln auf jeden Fall eine Menge Schwarzmetall. Trophäen haben wir auch. Den hier oben hatten wir gerade gelootet. Das passt. Wie sieht's denn aus? Wir sind eigentlich schon wieder mit dem Gebiet hier durch, was die Ebenen anbelangt. War halt nicht so ein großes Stück jetzt. Aber zumindest so für die ersten Erfahrungen erstmal ausreichend. Und vor allem halt ohne Ende Moltebären. Das finde ich echt krass. Kein Plan, ob wir gerade einfach nur Glück haben. Ich meine, so an sich... Ja, 40 Ausdauer, 13 Gesundheit. So an sich bringen die nichts, aber für die Tränke und so brauchen wir die natürlich. Wir können auch mal da drüben gucken. Waren da nicht sogar zwei Lokse letzte Folge? Und wir haben einen besiegt. Ich sehe ein totes Guido. Ah, geil, aus der Entfernung, ey. Das läuft. Jetzt werden wir wahrscheinlich bloß... Boah Gott, ich dachte gerade, das ist einer. Jetzt werden wir wahrscheinlich bloß die Nadel nicht finden. Wäre schade. Wie viele haben wir gesammelt? 8 Stück. 4 brauchen wir immer für so einen 20er Stack. Aber die hauen halt echt ordentlich Schaden durch. Ah, ich sehe jetzt zumindest gerade nichts blinken. Vielleicht sollten wir in Zukunft doch näher rangehen. Mal die nächsten Moltebären. Wir haben ja schon wieder fast 2 Stacks voll. Krass. Gut, also daran wird es uns nicht mangeln. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da ist er. Erstmal blocken. Ah! Also gut, ja, okay, aber 20 Schaden ist jetzt trotzdem erstmal nicht so schlimm, dass ich mir deswegen in die Hose machen muss. Auch ohne Knochenwanst. Und er. So, du gibst mir... War er das jetzt? Ja, ne? Die von dem anderen? Ah doch, wir haben 2 Nadeln mehr. Dann habe ich es anscheinend gerade im Kampf mit aufgenommen. Da ist ein Loks. Ah, ich möchte das echt gerne probieren. Ja, der muss ja gezähmt sein. Ich weiß halt nicht, was wir für den Sattel brauchen. Ob da noch irgendeine... Was ist das? Eine Nixe. Ja, ob wir da noch irgendwie einen Rohstoff brauchen, den wir noch lange nicht haben. Das jetzt vielleicht gerade sinnlos ist. Könnte natürlich sein. Ja, wir können jetzt erstmal ausprobieren, wie es aussieht. Ob die wirklich schnell aggro... Ah! Mann! Kam der denn jetzt her? Und da ist noch einer. Ich habe ihn gesehen. Nein, ich wollte ihn blocken, aber ich konnte nicht.
Nein. Ja, okay, ey, komm, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Haben wir aber nur eine Nadel aufgenommen. Hier ist die andere. Perfekt. Haut ab, ihr Viecher. Die Möwen, ey. Ohne Mist, ich habe immer so dolle Schiss, dass das so ein totes Kido ist. Gut, hier haben wir die nächsten Moltebären. Jetzt lasst mal gucken. Wird der wirklich direkt heftigst aggro? Oh ne, sei lieb. Ne, der ist nicht lieb. Ach, Mist. Also eigentlich schön anschleichen, ne? Okay, aber er lässt relativ schnell wieder los. Perfekt. Ich wollte dir ein paar Moltebären geben, mein Freund. Ich mein's gar nicht böse. Jetzt dreht er sich wahrscheinlich nicht wieder rum. Also er hat auf jeden Fall nicht den größten Radius, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, er ist doch wieder aggro. Komm, beruhig dich. Das war halt bei dem Wildschwein damals schon... Ja, kompliziert will ich nicht sagen, aber nicht so easy. Ich weiß gar nicht, wie viele Pilze oder... Ja, ich glaube, Pilze haben wir den damals hingehauen. Wie viel die davon erstmal fressen mussten, bis die lieb waren. Bei so einem Loks natürlich noch etwas schwieriger. Ich hau dem jetzt einfach mal direkt 8 Stück hin. Guck, hier, ich hab dir was hingeworfen. Ach, Menno, isst doch. Geht er jetzt zurück? Isst er die? Es könnte sein, dass er sie futtert. Ich sehe es halt immer noch blinken. Aber ich glaube, der futtert. Wir schleichen mal hin. Warum ist denn der... Bin doch geschlichen. Ach doch, ein Herz. Reicht das jetzt schon? Ist der jetzt wirklich schon lieb? Kann's mir kaum vorstellen. Loks? Nö, der ist nicht lieb. Herzen waren da. Verarsche. Jetzt wird's nämlich doof. Ach, Menno. Ah, da waren die ersten Herzen. Also es braucht auf jeden Fall noch ein paar mehr anscheinend. Bitte lass jetzt nicht noch irgendwas aus der anderen Richtung kommen. Komm, Loxi. Die sind trotzdem relativ schnell. Lass los. Ist gut. Ja, ich glaube, das ist sinnlos. Ich will jetzt auch nicht so dolle die Zeit verschwenden. Ah, na klar. Warum auch nicht? Ich habe gar keine Ausdauer. Geil. Wo ist es hin? Ne, wir müssen nochmal blocken. Boah, geil getroffen. Ja, ich will jetzt die Zeit noch nicht so dolle verschwenden, wenn ich eh noch nicht weiß, wie das mit dem Sattel und so aussieht. Das bringt uns auch nichts, wenn wir jetzt hier einen gezähmten Loks rumstehen haben und können mit dem noch nicht viel anfangen. Sorry für die verschwendete Zeit jetzt kurz, aber ich wollte es halt mal probieren. Aber wir können das schon hinwerfen, er frisst es auch. Wir haben die ersten Herzchen gesehen. Also das scheint zu klappen. Dann würde ich sagen, wir holen uns hier oben mal noch den kleinen Kobold. Ja, komm her. Na? Willst du nicht? Willst du nicht? Bam. Na komm, greif an. Irgendwie hat er Schiss. Dann halt nicht. Ja, wir holen uns den noch. Wir machen jetzt zurück in die Basis. Folge ist sowieso gleich vorbei. Und dann... Ah, da liegt noch eine Nadel, glaube ich. Ja, dann kann ich es hier nach der Folge mal schaffen, ein bisschen Ressourcen zu sammeln, dass wir uns den Ofen bauen können. Das wird jetzt auf jeden Fall erstmal das... Mann! Guck mal, wir sind ausgewichen durch den Sprung. Habe ich die Nadel jetzt eingesteckt? Ja, ne? Ah, das wäre geil gewesen, wenn der getroffen hätte. Nein, das war dumm. Aber wir können auch mit nur ganz wenig gespannten Bogen noch schießen, wenn die uns so nah sind. Ja, von daher, ich sammle ein bisschen Ressourcen, dann können wir nächste Folge auf jeden Fall den Ofen basteln. Und können dann mal endlich Schlangenfleisch, Loksfleisch und so ausprobieren. Lokspastete vielleicht schon herstellen. Und sind da auch nochmal ein bisschen besser gestärkt. Wie sieht es mit den Zwiebeln aus? Sind die schon fertig?
Nee, leider nur gesund. Schade, dann hätten wir das jetzt noch schnell machen können. Man muss nur meckern, ne? Zwiebelsuppe. In der Sekunde. Geil. Danke, Spiel. Komm, dann gucken wir nochmal schnell, wie es mit der Zwiebelsuppe aussieht. Was die so für Werte mit sich bringt. Zwiebelsuppe. Und 60 Ausdauer, 20 Gesundheit. Das ist gar nicht so bad. Guck mal, ist besser als der Schmutzshake. Nochmal 10 Ausdauer mehr. Hält auch 20 Minuten und auch 4 Gesundheit mehr. Das ist geil. Das gefällt mir. Ja, mehr haben wir noch nicht. Da müssen wir erstmal Schlangen und Loksfleisch gebraten kriegen. Das machen wir dann nächste Folge. Ich gehe ein bisschen auf die Sammlerei der Ressourcen, die wir brauchen. Und dann können wir da nächste Folge ordentlich mit reinstatten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut.